ist anstrengend. Bitte! Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich reiten lerne. Ich putze hier gerade den Joker, denn heute darf ich frei reiten, also alleine, ohne Longe. Deswegen bin ich hier besonders gründlich. Schau mal, wie schön der Joker glänzt. Tada! Ich freue mich schon, aber ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt. Für euch starten wir natürlich wie immer mit der Quizfrage. Was ist durchparieren? Wenn man Antwort A schneller reitet oder Antwort B langsamer wird. Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. Jetzt fehlt nur noch meine Reitlehrerin. Hallo Anna. Hallo Chrissy. So, der Joker ist blitzeblank. Ja, wieso putzt du denn jetzt den Joker? Du hast doch die Estella heute. Ah nee, dann muss ich die auch noch putzen. Nochmal eine Runde putzen. Na gut, dann ist eben die Estella jetzt auch noch dran. Macht nichts, dann gibt's für euch so lange noch mal alles, was ich in der letzten Folge gelernt habe. Hier auf dem Reiterhof Eulental hatte ich meine erste Reitstunde. An Pferde darf man sich nie anschleichen. Sie könnten sich sonst erschrecken und ausschlagen. An ihren Ohren lässt sich die Pferdelaune erkennen. So ist sie gut und so schlecht. Bevor es aufs Pferd geht, wird das Fell geputzt und die Hufe ausgekratzt, damit beim Reiten nichts unangenehm am Pferd reibt oder drückt. Beim Reiten ist ein Helm Pflicht. Im Sattel braucht man ein gutes Gleichgewichtsgefühl. Richtig sitzt man mit geradem Rücken und tiefen Fersen. So, das ist sie aber jetzt, unsere Estella. Geputzt ist sie mittlerweile. Jetzt darf ich sie satteln. Am Anfang hat mir dabei noch die Chrissy geholfen. Mittlerweile muss ich selber können. Upsala. Gar nicht so einfach, weil die Estella so groß ist. Die Satteldecke darf keine Falten haben. Und dann kommt der Sattelgurt dran. Einmal unten rum und festmachen. Dann stelle ich die Steigbügel auf meine Beinlänge ein. So, Sattel sitzt wie eine Eins. Jetzt geht's weiter mit dem Auftrensen. Inzwischen weiß ich, was hier wohin gehört. Das Gebiss rein. Gut. Und über die Ohren. Beim Kehlriemen muss am Hals noch eine Faust dazwischen passen. Jetzt kommt noch der Nasenriemen und der Speerriemen. So, und dann sitzt alles bis auf die Frisur. Passt. Sieht sie nicht hübsch aus, die Estella? Na dann, Helm auf und rauf. Okay. Oh. Also die Estella dürfte wirklich keinen Zentimeter größer sein, sonst würde ich nicht raufkommen. Gerade so. Aber fühlt sich gut an hier oben. So, ich muss euch noch was beichten. Das ist natürlich nicht erst meine zweite Reitstunde, denn so schnell kann man auch nicht reiten lernen. Aber ich darf das erste Mal die Zügel selber in der Hand halten. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das läuft. Los geht's. Mein erstes Mal alleine reiten. Cool. Es funktioniert doch schon ganz gut, Chrissy, oder? Sieht noch nicht perfekt aus. Oh, wieso? Was mache ich falsch? Ich zeig dir einmal, wie man den Zügel richtig hält. Okay. Anna. Und zwar, also das machst du schon ganz gut. Dann geht aber der kleine Finger hier außen rum. Und der Daumen, der legt sich wie ein Dach hier so oben drauf. Okay? Probier mal. Durch den kleinen Finger. Und der Daumen macht ein Dach. Eine Gerte bekomme ich, falls das Antreiben mit den Schenkeln nicht ausreicht. Und die zeigt dann so über den Oberschenkel nach hinten. Puh, das sind ganz schön viele Infos auf einmal, die man bedenken muss. Aber wir kriegen's hin. Anna, dein Zügel ist viel zu lang. Den Zügel einmal nachfassen, also kürzer nehmen. Genau. Perfekt. Okay, kürzer und gleich lang. Und dann bei A einmal anhalten. Oh, jetzt war es zu viel äußerer Zügel. Aber jetzt klappt's bei B.
Anhalten funktioniert. Jetzt versuche ich es mit Traben. Besser gesagt, leicht traben. Da muss ich im Rhythmus des Pferdes aufstehen und mich wieder setzen. Perfekt. Aber Anna, du bist auf dem falschen Fuß. Was heißt das jetzt wieder? Einmal aussetzen und durchparieren zum Schritt, dann kann ich dir das erklären. Und durch. Perfekt. Was soll ich machen? Durchparieren zum Schritt. Aber das hast du ja schon gemacht. Wieso, was heißt das denn, durchparieren? Durchparieren heißt, eine Gangart oder auch zwei Gangarten langsamer zu reiten. Habe ich jetzt unbewusst das Richtige gemacht. Das war perfekt. Und was heißt auf dem falschen Fuß? Es ist so, dass man beim Leichttraben immer auf dem richtigen Fuß leicht traben möchte. Das heißt, man steht auf, wenn das äußere Vorderbein vom Pferd, also in unserem Fall dieses hier, nach vorne geht. Okay, jetzt habe ich einen leichten Knoten im Gehirn. Kannst du mir das vielleicht mal zeigen, wie das funktioniert? Klar, kein Problem. Also so bin ich jetzt auf dem falschen Fuß, dann sitze ich um, bin jetzt auf dem richtigen Fuß. Habt ihr das jetzt gesehen? Nicht wirklich, oder? Also nochmal. Auf dem richtigen Fuß steht man in dem Moment auf, in dem das Pferd sein äußeres Bein nach vorne schwingt. So wie hier. Dann geht's runter und dann wieder hoch. Achtung, jetzt hoch und jetzt und jetzt. So bleibt das Pferd in der Kurve besser im Gleichgewicht. Leichttraben entlastet den Pferderücken und als Reiter wird man nicht so durchgeschüttelt, wie wenn man sitzen bleibt. So wie hier. Und gib die Galopp. Die nächstschnellere Gangart ist Galopp. Und so sagt man seinem Pferd, dass man galoppieren möchte. Der Reiter hat drei Hilfen. Sein Gewicht, seine Schenkel und den Zügel. Mit ihnen kann er aufs Pferd einwirken. Zum Angaloppieren verlagert man das Gewicht ein bisschen nach innen. Der äußere Schenkel geht eine Handbreit nach hinten, während der innere Druck gibt. Mit dem Zügel wird der Kopf des Pferdes etwas nach innen gestellt. Und schon geht's in den Galopp. Hier nochmal ganz langsam. Alles klar, oder? Jetzt habe ich's kapiert. Natürlich will ich den Galopp auch ausprobieren, aber lieber draußen auf dem Reitplatz. Reiten lernt man meistens in einer Gruppe. Und ich bin bereit für meine. Heute sind das Sissi, Luisa, Caro, Lotti und Ella. Alle reiten im Schritt einmal an. Und wir gehen auf die linke Hand. Anna, die linke Hand ist, wenn deine linke Hand innen ist, bist du auf der linken Hand. Dann kann's ja losgehen. Mein erster Unterricht in der Gruppe. Meine Mitreiterinnen sitzen alle schon recht fest im Sattel. Und bei mir klappt's doch auch schon ganz gut, oder? Jawohl, wegreiten vom Hufschlag. Hast du schon wieder ein neues Fachwort für mich? Was ist das neue Fachwort? Hufschlag. Hufschlag? Das ist die Spur, die einfach außen rum geht. Ah ja. Und es gibt die Hufschlagfiguren. Das sind festgelegte Laufmuster für Pferd und Reiter. Zum Beispiel auf der ganzen Bahn reiten heißt einmal komplett außen rum. Halbe Bahn bedeutet genau um die halbe Bahn rum. Einmal diagonal drüber und dann in die andere Richtung heißt durch die ganze Bahn wechseln. Auf dem Zirkel reitet man so, im Kreis. Ist klar, oder? Alle im Arbeitstempo antraben, leicht traben, ganze Bahn und Zirkel. Ihr seht, beim Reiten braucht man viel Konzentration und Kondition. Oh, ist das anstrengend! Und durchparieren zum Schritt. Was fehlt noch? Schnell, Galopp. Schnell, Galopp? Okay, na gut. Wenn du das sagst, Anna, dann machen wir das jetzt. Da habe ich mir was eingebrockt. Anna, Zügel nachfassen und rausreiten auf den Hufschlag. Nachtreiben. Jetzt gibt's dir die Galopphilfe. Hey, es klappt. Ich galoppiere. Nicht. Du musst versuchen, ein bisschen mehr sitzen zu bleiben und sie mehr weiter zu treiben, okay? Ja. Nicht nach vorne fallen. Na komm, gleich nochmals.
Na bitte, geht doch. Die ist als auch schon ein bisschen müde. Ja, ich auch. Jetzt auch dazu. Ich bin auch schon ein bisschen müde. Gut. Oh, es ist anstrengend, aber es macht richtig Spaß. Super. Und jetzt machen wir mal was Lustiges. Und zwar ein Spiel. Das nennt sich Pferdetausch. Alle reiten ohne Steigbügel. Das Spiel macht nicht nur Spaß, sondern bringt uns auch mehr Sicherheit und Erfahrung beim Reiten. Denn jeder Pferderücken fühlt sich anders an. Huch! Da schaukelt einer aber rum, ja. Das kannst du laut sagen. Chrissy hat noch ein Spiel auf Lager. Wir spielen Reise nach Jerusalem. Ich erkläre euch noch einmal, wie das genau funktioniert. Und zwar trabt ihr außenrum, leicht traben. Und wenn ich klatsche, dann reitet ihr nach innen und stellt euch auf so einen Pflock und haltet aber immer euer Pferd fest. Wer keinen mehr erwischt, der ist dann natürlich ausgeschieden. Okay? Ah. Los geht's! Wow. Schneller, Estella, schneller! Puh, geschafft! Eine Reiterin weniger. Und weiter geht's. Ha! Ich hab wieder einen Pflock erwischt. Glück gehabt. Aber gut, so eine kleine Pause ist auch nicht schlecht. Ja, das ist ja echt super heute, denn ich habe ganz viele Helfer, die mir beim Auflösen der Quizfrage helfen können. Was ist durchparieren, wenn man Antwort A schneller reitet oder Antwort B langsamer wird? B. B ist richtig, Anna. Durchparieren heißt, wenn man in eine langsamere Gangart wechselt. Habt ihr Lust auf noch eine Runde Reise nach Jerusalem? Ja! Und los geht's! Diesmal will ich aber gewinnen. Vielleicht brauche ich dafür ein paar Runden, macht aber nichts. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, denn dann darf ich ausreiten. Das wird sicher richtig spannend. Bis dahin, Servus. Der nächste Block gehört mir. Komm, weiter, 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 weiter.